Ja, hallo. Schön, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, dass Sie mich gut verstehen können. Ansonsten schreiben Sie gerne in den Chat. Genau, ja, ich bin sehr froh, dass ich heute hier auf dem University Future Festival nochmal sprechen darf. Der Vortrag basiert auf einem Artikel, den ich für das Themenheft unseres Verbundprojekts D2C2 geschrieben habe, das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird. Und dieses Themenheft wird diesen Sommer veröffentlicht. Genau. Was habe ich heute vor? Als erstes möchte ich gerne etwas zu meiner eigenen Perspektive erzählen, damit man überhaupt einordnen kann, warum ich überhaupt dieses Thema als wichtig erachte. Dann erzähle ich etwas zu aktuellen Herausforderungen der Prüfungspraxis an sächsischen Hochschulen. Da haben wir eine Befragung durchgeführt. Als nächstes folgt dann der rechtliche Rahmen zum Thema Prüfungspraxis, weil wir gemerkt oder herausgefunden haben, dass vor allem rechtliche Unklarheiten seit der Corona-Pandemie eine zentrale Herausforderung von sächsischen Hochschulen waren. Und dann komme ich eben zum Wandel der Prüfungskultur in Richtung Kompetenzorientierung, der aktuell vielfach diskutiert wird. Und zuletzt möchte ich dann noch einen Ausblick bieten, was ich stattdessen anbiete, von der Prüfungsorientierung hin zur Prozessorientierung zu kommen. Und da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, was Ihre Perspektive darauf ist. Okay, dann einmal zu mir. Ich habe Kulturwissenschaften studiert, einmal in Lüneburg und einmal in Leipzig. Und bin tatsächlich jetzt schon seit 2019 in der Hochschuldidaktik tätig, erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, nee, Hilfskraft und jetzt als Mitarbeiterin seit 2 Jahren im Projekt D2C2 im Bereich digitales Prüfen. Meine Themen sind vor allem partizipatives Zusammenarbeiten und diversitäts- und hierarchiesensibles Lehren und Lernen, was damit einhergeht. Und dann bin ich noch freiberufliche politische Bildungsreferentin zu verschiedenen Themen, was man gleich vielleicht auch noch mal heraushören wird. Genau, mein Bildungsverständnis basiert nämlich vor allem auf Donna Haraway, Bell Hooks und Paulo Freire. Hier habe ich ein Zitat von Bell Hooks rausgesucht: "We find ourselves confronted with a clear option to educate for liberation or to educate for domination." Damit meine ich, dass für mich Bildung ein Prozess ist, sich von Diskriminierungs- und Ausbeutungsverhältnissen zu befreien. Und vor allem geht es darum, dass alle Beteiligten an Bildungsprozessen sich eben selber als Gestaltende der Bildungsprozesse sehen. Also, dass man lernt, man ist selber handlungsfähig und nicht Strukturen ausgeliefert. Und genau, weil ich letztes Jahr schon einen Lightning Talk beim University Future Festival zu dem Thema gehalten habe, habe ich mir nochmal angeschaut, was so dieses Jahr Thema ist und bin dabei auf ein Zitat gestoßen auf der Website, das mich etwas irritiert hat. Geschichten sind mächtig, sie konstruieren unsere Realität. Die Zukunft ist nicht festgelegt, sondern wir erschaffen sie hier und jetzt durch unsere Erzählungen. Darüber sprechen wir auf dem University Future Festival. Ich war irritiert, weil ich bei Erzählungen, vor allem seit der Corona-Pandemie, auch viel an Verschwörungserzählungen und Desinformationen im Netz denken musste. Also auf vielen gängigen sozialen Plattformen sehen wir uns gerade mit Verschwörungserzählungen konfrontiert, die wissenschaftlich fundiertes Wissen ablehnen. Und die haben unterschiedliche psychologische Gründe, vor allem in gesellschaftlich unsicheren Zeiten, weil sie eben dabei ja so ein bisschen Orientierung geben und eine Hilfestellung sind, wenn man sich eben insgesamt unsicher fühlt. Also sie sind definitiv ein Symptom gesellschaftlicher Krisen, in denen Unsicherheit herrscht. Und genau, in Workshops zu dem Thema, vor allem Desinformationen im Netz, geht es vor allem darum, dass wir den Teilnehmenden vermitteln, bei den vielen Informationen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, da eben einen Durchblick zu bekommen und vor allem mit dieser Weltkomplexität klarzukommen, die auf einmal im eigenen Laptop sitzt. Das ist für mich der Hauptpunkt von Hochschulbildung. Also es geht hauptsächlich um die Auseinandersetzung mit Weltkomplexität in den unterschiedlichen Fachdisziplinen, in denen wir uns bewegen. Das heißt, es geht eben um
eine Verantwortungsübernahme in Zeiten der gesellschaftlichen Unsicherheit. Das heißt, es sollte vor allem um Lernprozesse gehen, die eben den Umgang mit Weltkomplexität ermöglichen und eben zu Eigenverantwortlichkeit und Verantwortungsübernahme befähigen. Dazu habe ich auch noch mal ein Zitat: Wissenschaftliche Arbeit als bedürfnis- und interessegeleitete Kritik der Realität, die der Alltagsverstand nicht leisten kann, bedarf immer auch der Selbstreflexion und ein sich in Beziehung setzen zur Welt mit dem Ziel der reflexiven Praxis auf institutioneller Ebene, also Hochschulforschung, und der individuellen Ebene, also Studieren als Bildungsprozess. Also Verschwörungserzählungen, Märchen oder Geschichten, die ordnen die Welt in Schwarz-Weiß ein, in Freund und Feind. Und das genau macht Wissenschaft nicht. Es geht darum, Weltkomplexität eben damit auch umzugehen. Das heißt, es geht mehr als um den Alltagsverstand. Und dabei ist eben Selbstreflexion besonders wichtig, sowohl auf der Ebene der Hochschule. Und dafür sind wir heute hier, dass wir mal schauen, was passiert gerade überhaupt. Und dann aber auch für sich selbst. Was mache ich eigentlich als Forscherin, als Lehrerin, als Lehrende oder als Studierende? Wie bilde ich mich vielleicht selber weiter? Und da kommen wir leider nicht an Prüfungen vorbei, weil Hochschulbildung einfach nicht ohne Prüfungen denkbar ist. Und das haben wir vor allem in der Corona-Pandemie gesehen, weil da vor allem das Prüfen plötzlich zum Problem geworden ist. Und auch mit dem zunehmenden Einfluss von künstlicher Intelligenz müssen wir komplett neu schauen, wie wir rechtssichere akademische Abschlüsse zertifizieren. Genau, und dazu komme ich jetzt. Wir haben nämlich, weil wir gemerkt haben, Prüfen ist total das Thema gerade, vor allem durch die Corona-Pandemie. Wie sieht es denn überhaupt aus an sächsischen Hochschulen? Was sind da aktuelle Problemlagen? Und deswegen haben wir eine Studie durchgeführt im Jahr 2022 und 2023. Zunächst ging es vor allem um die Notfallregelungen durch Corona und dann jetzt in der letzten Runde aber auch um den Einfluss von künstlicher Intelligenz und dem Umgang damit. Teilnehmende waren ja ganz verschiedene, die alle in irgendeiner Form mit Prüfungen in Kontakt standen. Und da wollten wir einfach mal schauen, welche Probleme gibt es gerade und welche Entwicklungen kündigen sich vielleicht an. Und dabei habe ich hier jetzt mal einzelne Ergebnisse herausgezogen, mit denen gerade die Beteiligten konfrontiert sind. Wir haben einmal, das wissen wir alle schon lange, fehlende zeitliche und finanzielle Ressourcen, zum Beispiel für didaktisch sinnvolle digitalisierte Prüfungsformate. Wir haben aber auch, und das war ein ganz zentraler Punkt, eine rechtliche Unsicherheit und Unklarheit. Und es wird viel in rechtlichen Grauzonen agiert. Vor allem, wenn es um digitale Prüfungen geht oder um der Art und Weise, wie jetzt vielleicht künstliche Intelligenz genutzt wird. Und dabei war vor allem die Verminderung von Täuschungsversuchen eine zentrale Problematik. Und dann wurde auch noch als Herausforderung genannt die Wahrung der Chancengleichheit und die partizipative Zusammenarbeit mit Studierenden. Also es wurde als Zusatzherausforderung genannt. Genau, da komme ich einmal zum Zwischenfazit. Anhand dieser Ergebnisse kann man noch mal sehen, dass Prüfungspraxis eben in einem Spannungsfeld ist, einmal zwischen gesellschaftlichen Strukturen, also Umweltbedingungen, dann aber auch den institutionellen Strukturen. Inwiefern war es überhaupt direkt möglich, digital zu prüfen? Dann aber auch rechtlichen Grundlagen, dann den fachspezifischen Inhalten an sich, was überhaupt vermittelt wird, und dann aber auch die didaktische Sinnhaftigkeit von dem, was man vermittelt. Das heißt, in der Prüfungspraxis sieht man einen Kristallisationspunkt diverser Probleme der Hochschulen, eben weil da rechtssicher Studienabschlüsse zertifiziert werden müssen. Deswegen kommen wir als nächstes zu dem rechtlichen Rahmen der Prüfungspraxis. Wenn wir über Prüfungen reden, dann sind Prüfungen oder dienen die der Feststellung, ob und mit welchem Erfolg Studierende das definierte Studienziel erreicht haben. Dabei ist vorab festzuhalten, dass eine Prüfung immer eine Leistungsabfrage genau dieses Studierenden ist, also immer individuelle Kompetenzen genau dieses Geprüften abfragt. Genau, ich habe mich da an der Juristin Professor Dr. Escher-Weingart orientiert und von ihr habe ich gelernt, dass
Gruppenarbeiten eben keine rechtssicheren Prüfungen sind, wenn man nicht festlegen kann, dass wirklich der Geprüfte oder die Geprüfte wirklich die Leistung erbracht hat. Und dass es bei Prüfungen in der Hochschule vor allem darum geht, die Gesellschaft vor unfähigen AbsolventInnen zu schützen. Also dabei wichtige rechtliche Grundlagen einfach gewahrt werden müssen. Weil natürlich eine Anwältin, die noch nie eine Fallbesprechung gemacht hat, niemanden vertreten kann, oder eine Ärztin, die vor allem durch Täuschungsversuche durch das Studium gekommen ist, am Ende keine PatientInnen behandeln kann, und ein Ingenieur oder eine Ingenieurin, die in Gruppenarbeiten sich eher zurückgehalten hat, wird dann vielleicht auch Schwierigkeiten bekommen, eine Brücke zu bauen. Und deswegen ist natürlich die Verhinderung von Täuschungsversuchen sehr wichtig. Und damit ist eben gemeint, die Irreführung, eine eigenständige Leistung im Sinne des Prüfungsrechts zu erbringen. Und dafür muss eben gesorgt werden, dass wirklich Prüfungen rechtssicher abgenommen werden. Und darüber hinaus gibt es noch weitere rechtliche Grundsätze, die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland stehen. Und da haben wir einmal das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Also jeder ist frei, der oder die an die Hochschule geht. Dann der Gleichheitsgrundsatz. Dann die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Also da auch wieder die Eigengesetzlichkeit von allen möglichen Fächern. Und dann eben die Berufswahlfreiheit, die vor allem im Prüfungsrecht eben auch noch eine große Rolle spielt. Das heißt, man kann noch mal festhalten, Hochschulbildung ist nicht ohne Prüfungen denkbar. Und bestehende rechtliche Grundlagen bieten dabei eben einen notwendigen Rahmen. Das heißt, ich habe jetzt schon das Spannungsfeld aufgemacht. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass Täuschungsversuche vermindert werden. Auf der anderen Seite spricht man eben viel von einem Wandel der Prüfungskultur. Dazu haben auch unsere Befragten gesagt, wer schummeln will, schummelt, egal ob online oder in Präsenz. Und oft liegt das nicht an der Faulheit, sondern an der vorherrschenden Prüfungskultur. Das heißt, wenn man die Prüfungskultur umstellt, dann würden auch die Täuschungen abnehmen. Und dazu gibt es mittlerweile viele unterschiedliche Artikel zu diesem Thema. Da habe ich mich dann so ein bisschen eingelesen. Hier habe ich zum Beispiel Prüfungen aus Perspektive der Prüfungsdidaktik hinzugezogen, was kompetenzorientierte Ansätze überhaupt meinen. Und da wird geschrieben, die Kultur der Digitalität und das Transferkonzept verweisen auf den notwendigen Wandel in der Prüfungskultur. Komplexes Fachwissen, soziale Kompetenzen, Fähigkeiten zum Problemlösen, Analysieren und Reflektieren sowie die Nutzung digitaler fachspezifischer Werkzeuge lassen sich nur bedingt in herkömmlichen papierbasierten Formaten mit festem Erwartungshorizont messen. Sie bedürfen passender alternativer Aufgaben und Prüfungsformen und stimulieren die Reflexion über Lernziele und darauf abgestimmte Entscheidungen auf allen Handlungsebenen der Prüfungsdidaktik. Das heißt, man hat das Gefühl, hier werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat hier kritische Reflexion, Flexibilität, praktische Problemlösung. Und das ist anscheinend alles, was eben die AbsolventInnen in der digitalen Welt eben brauchen. Und dann geht es hier eben auch um Wissenschaftlichkeit. Ich habe dann noch mal weitergelesen, was ist eben genau mit Kompetenzorientierung überhaupt gemeint und wo kommt es her? Und da bin ich dann auf die Bologna-Reform gestoßen. Da steht nämlich Kompetenzorientierung auch zentral drin. Also mit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen wurden die Studienstrukturen von den Hochschulen inhaltlich und didaktisch völlig neu an der Kompetenz- und Lernergebnisorientierung ausgerichtet. Kompetenzorientierung setzt einen grundsätzlichen Einstellungswandel bei den Lehrenden voraus. Und dieses hochschuldidaktisch inspirierte Postulat einer kompetenzorientierten Gestaltung von Studiengängen, Modulen, Lehrveranstaltungen wurde konsequenterweise vom Bologna-Prozess seit 1999 aufgenommen. Genau. Das heißt, im Bologna-Prozess geht es eben vor allem darum, Studiengänge miteinander vergleichbar zu machen, Kompetenzen messbar zu machen, und vor allem auch am Ende eine Beschäftigungsfähigkeit der AbsolventInnen sicherzustellen. Also die zukünftigen ForscherInnen, aber auch auf dem Arbeitsmarkt eben kompetente ja, AbsolventInnen auf den Markt zu bringen. Genau.
Und dieses Thema wird eben auch häufig hier beim University Future Festival diskutiert. Ich bin daraufhin auf Professor Dr. Marco Kals und die Professor Dr. Gabi Reinmann aufmerksam geworden. Die haben nämlich auch den Begriff der Kompetenz kritisch reflektiert und sich den so ein bisschen genauer angeguckt. Und Reinmann sagt zum Beispiel unter anderem, dass sie es sinnvoll fände, Kompetenz als Begriff gar nicht mehr zu verwenden, sondern in seine Teilkomponenten zu zerlegen, eben weil da fachspezifisch unterschiedliche Definitionen genannt werden. Ich habe hier nämlich in Anschluss an einen Vortrag von Marco Kals unterschiedliche Kritikpunkte rausgezogen. Wir haben nämlich hier einmal eine unklare Begriffsklärung. Also wie gesagt, jede Fachdisziplin wird Kompetenzen für sich nochmal anders definieren. Es gibt viele unterschiedliche Begriffe. Das heißt, es ist sehr unsystematisch und nicht wirklich kohärent. Es gibt insgesamt 99 Rahmenwerke mit 341 verschiedenen Bezeichnungen nach einer Studie von CoCiU. Dann ist auch die Frage, okay, welchen Einfluss haben die Kompetenzen und wie lässt sich dieser Einfluss überhaupt messen? Also geht es um Bildungserfolg? Wenn ja, was ist denn Bildungserfolg? Bedeutet das dann, einen Beruf, einen super Beruf zu haben und viel Geld zu verdienen? Oder ja, also wie lässt sich das messen? Ist es vielleicht auch zivilgesellschaftliches Engagement? Das kann ganz viel sein. Genau. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche Konzepte zu dieser Erfassung und Messung, die auch ganz unterschiedlicher Art sind. Das heißt, da muss man wirklich tief reingehen, um zu schauen, okay, um welche Kompetenzen geht es mir jetzt gerade überhaupt? Genau. Und dabei tritt auch häufig dieses Future Skills Framework auf. Und da war ich auch recht überrascht, dass das von dem Stifterverband und der McKinsey Company, also einer Unternehmensberatung, entwickelt wurde. Und da finde ich es einfach interessant, dass McKinsey eben vor allem für ihre Talentförderung bekannt ist. Ich habe da von einem Konzept gelesen, das heißt Up or Out. Also innerhalb kürzester Zeit kann man in diesem Unternehmen, ja, wird man sehr schnell reingeholt und wenn man richtig viel gibt, dann kann man auch länger da bleiben. Wenn man nicht angemessen leistet, geht man auch schnell wieder. Und das finde ich eine wichtige Information, wenn man in der Hochschuldidaktik eben mit diesem Framework arbeitet. Also deswegen denke ich, dass man da noch mal genauer gucken muss, von welchen Kompetenzen reden wir überhaupt. Wenn wir also von Zukunft reden, dann sagt Kals eben, dass wissenschaftliches Fachwissen an sich eben schon auf die Zukunft bezogen ist, weil es Absolventinnen eben darauf vorbereiten soll, neues Wissen in einem Fachgebiet zu generieren. Das heißt, man lernt in seinem Studium die Fachdisziplin kennen, man lernt danach zu denken und zu handeln. Und es deswegen automatisch auf neue Situationen zu transferieren und anzuwenden. Und Reinmann, das hatte ich gerade auch schon angedeutet, sagt eben dazu, Expertisen zu Kompetenz, Kompetenzentwicklung und Kompetenzerfassung suggerieren, dass darin die Idee der Bildung, also auch der Hochschulbildung, aufgeht. Bildung als Ergebnis lässt sich nicht auf abprüfbare Kompetenzen reduzieren. Das habe ich gerade auch schon genannt. Ich persönlich wüsste nicht, wie Sozialkompetenzen oder Teamfähigkeit, wie das konkret gemessen und ja, im Endeffekt auch bewertet werden sollte, vor allem im Rahmen eines Studiums, vielleicht mit Hunderten von Studierenden in einer Prüfungsleistung. Und da stelle ich mir eben so die Frage, okay, was ist da das Bildungsverständnis, was dahinter steckt und was sollen die Absolventinnen am Ende ihres Studiums denn wirklich können? Das heißt, mein Fazit ist, die zentrale Orientierung an formalisierten Lernzielen und Prüfungen erschwert die Qualifizierung von Studierenden und Lehrenden für Eigenverantwortlichkeit, Weltkomplexität und Wissenschaftlichkeit, weil strenge Vorgaben durch Prüfungs- und Studienordnungen Anpassungen erfordern, statt Gestaltung ermöglichen. Ja, also ich meine damit, dass ich aus den zwei Projektjahren die Schlussfolgerung ziehe, dass wir eben Experimentierräume bauen müssen und den Lehrenden und Studierenden genug Raum geben müssen, dass sie selber
ja, überlegen können, was für ihr Fach überhaupt gerade wichtig ist und was da vielleicht für Forschungsprojekte interessant wären, um da, das ist mein Timer, das waren 20 Minuten, genau, um für sich zu schauen, wie sie vielleicht das, was man in ihrem Studiengang lernen sollte, entwickeln kann, vielleicht auch mit zivilgesellschaftlichen AkteurInnen. Das heißt, mein Ausblick ist hier nochmal in Form eines Schaubilds. Wir haben die Lehrenden und Studierenden im Zentrum. Um die sollte es meiner Meinung nach gehen. Sie befinden sich in ihrer Institution. Da sollte mehr Austausch stattfinden, weil man dabei eben überlegen muss, dass das Prüfungsrecht eine Einmalvorgaben liefert, worauf geachtet werden muss bei rechtssicheren Prüfungen. Und dann auf der anderen Seite aber auch noch die Bologna-Vorgaben, die vor allem in Studien- und Prüfungsvorgaben liegen. Und dann eben noch Empfehlungen, wie man das didaktisch am besten aufbereitet. Und dann eben noch dieser gesellschaftliche Rahmen, wo ich dann solche Einflüsse wie künstliche Intelligenz oder auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sehen würde, die ja auch etwas mit der eigenen Fachdisziplin machen. Das heißt, ich plädiere für die Gestaltung von Strukturen, also den institutionellen Diskurs herzustellen an der Institution, um da mehr Freiräume zu bauen. Dann aber auch zeitliche, räumliche und finanzielle Ressourcen für die sinnvolle Gestaltung der Hochschullehre zu bauen. Also, dass Lehrende und Studierende noch mehr lernen, miteinander zu arbeiten und miteinander auch zu lernen und zu forschen. Und das nenne ich, dabei beziehe ich mich insgesamt auf die Idee einer Bildung durch Wissenschaft. Also, dass man sich nicht an unsystematischen Kompetenzbegriffen orientiert, sondern sinnvoll Teilkomponenten einfach konkret benennt. Also in diesem Studiengang, in diesem Modul brauchen wir die und die Fähigkeiten und das können wir so und so schaffen. Das heißt, so ein bisschen wegzukommen von dieser Prüfungsorientierung und eher in die Prozesse selbst zu schauen. Und dabei eben vor allem auf das zu achten, was eben die Studierenden und Lehrenden selber mitbringen. Dazu nochmal ein letztes Zitat von Kuhn. Die Entwicklung der Wissenschaft ist kein fortschreitendes Anwachsen eines Wissensvorrates durch Akkumulation, sondern ein Prozess dezidierter Brüche. Und damit meine ich eben, es ist schwierig, sich hauptsächlich daran zu orientieren, was festgelegt ist, sondern die Wissenschaft agiert eigentlich die ganze Zeit in Prozessen. Und dem müsste man einfach mehr Raum geben, um wirklich auch innovativ forschen und lernen zu können. Genau, das war es erstmal von mir und jetzt bin ich gespannt, ob es vielleicht Fragen gibt.